Unsere Geschichte beginnt, oh Gott, man will die Zahl gar nicht sagen, weil das... Vor sehr langer Zeit, die Märchen beginnen, es ja, war einmal vor sehr langer Zeit. Es war einmal, vor 27 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich hatte eine Single-Radio-Show, das war die erste Radio-Single-Sendung. So, und die habe ich 20 Jahre lang gemacht und als ich das gemacht habe und Constanze eben viel geschrieben hat, haben wir gesagt, das ist ja an sich, könnten wir ja mal was zusammen machen. Und dazu kommt, dass wir beide sehr ähnlich schreiben. Es gibt eigentlich nur einen eklatanten Unterschied. Die eine macht mehr Rechtschreibfehler, die andere mehr Kommafehler. Aber ich sage natürlich nicht, wer bitte, was macht. Bitte nicht. Auf keinen Fall. Ich verlasse eigentlich nicht das Haus ohne ein Buch. Furchtbare Vorstellung, dass man irgendwo noch sehr lange bleiben muss und hat gar nichts mehr zu lesen. Ja. So, egal wo ich bin, ich kann einfach lesen. Das Schöne an einer guten Freundschaft ist ja, man muss ja nicht die ganze Zeit reden. Man ist sich ja seiner Freundschaft sicher, also man kann auch einfach mal die Klappe halten und 5 Stunden am Stück lesen und da ist ja niemand beleidigt. Also es war wirklich schwer, Bücher auszuwählen. Das ist einmal Frisch gepresst, das ist der erste Roman von Susanne. Das ist so eine besondere Perspektive auf vordergründig ganz banale Dinge. Das zweite Buch, das ist Der große Trip von Cheryl Strayed. Sie verliert ja sehr früh unter traumatischen Umständen ihre Mutter. Die sagt, was ja leider eine sehr unpopuläre Haltung mittlerweile ist, dass es ein Trost sein kann und tröstlich sein zu dürfen. Also, bei mir ist es einmal Dorothy Parker. Die Geschichten sind ironisch, bissig. Die kann wahnsinnig gut beobachten. Das zweite Buch habe ich erst vor kurzem gelesen. Das heißt Die Ehefrau von Mac Wulitzer. Es ist jetzt keine Geschichte, die einen wahnsinnig vom Hocker reißt, aber so wie es geschrieben ist, ist es einfach gut. Und alle, die in langen Beziehungen sind, sollten das lesen, weil man erkennt sich einfach auch. Zufällig haben wir was vorbereitet. Ja. Moment. Es gibt zwei große Motive, weshalb wir dieses Buch geschrieben haben. Alles, was neu auf die To-Do-Liste des Lebens kommt, steht alles auf der weiblichen Seite. Wenn man sich die meisten Sachen anschaut, kann eben auch ganz schön viel weg davon. Eigentlich ist es ja der emotionale Ballast, der uns irgendwie so drückt und uns Stress macht. Dazu kommt diese Anhäufung von Konjunktiven. Wenn ich erstmal schlank bin, dann würde ich zum Salzer gehen und dann würde ich vielleicht in diesem Abendkurs einen Mann kennenlernen. Und wenn ich erst einen Mann hätte, dann würde ich auch in den Urlaub fahren, weil dann wäre ich ja auch schlank und dann könnte ich auch an den Strand gehen und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Konjunktive sind nervig. Das Leben ist endlich, das muss man sich immer mal sagen. Und man kann in einem Hort der Konjunktive versinken und dann ist es vorbei, schade. Ja, man ist eigentlich nur eine Variante, Ausreden dafür zu erfinden, warum man nichts ändern braucht.